Hallo meine Lieben, ich bin zurück mit einem Process-Video bzw. einem Video, in dem ich erklären möchte, wie ich meine Fotos drucke und welches Programm ich dazu verwende. Wie ihr sehen könnt, verwende ich den Selfie, der müsste von Canon sein, CP910. Den habe ich auf Amazon gekauft. Ich schaue mal, ob ich den Link dazu noch finde. Dann würde ich euch das Ganze verlinken, falls ihr Interesse habt, auch so einen Drucker zu kaufen. Ich kann dazu nur sagen, natürlich ist es viel, viel günstiger, Fotos bei DM oder CEWE oder wie sie nicht alle heißen, zu bestellen. Aber wenn man so zum Beispiel December Daily oder generell halt dieses Making Memories Album macht oder sowas und ich immer darauf warten müsste, dass ich mir meine bestellten Fotos dann irgendwann abholen kann beziehungsweise dass sie geschickt werden, ich glaube dann, das würde das Ganze sehr, sehr behindern. Und gerade jetzt hier bei December Daily Fotos gemacht, am nächsten Tag ausgedruckt und dann habe ich sie zum Verwenden. Das mache ich auf jeden Fall. Alles andere wüsste ich nicht, ob ich es mache. Genau, also das ist einmal der Drucker. Der funktioniert über WLAN. Wenn man im WLAN drin ist, dann erkennt das Handy das auch. Ich habe auch das Ganze schon als, als was habe ich es dann schon? Achso, verbunden über WLAN. Und ich habe jetzt hier so die Fotos auf meinem Handy von gestern, die ich halt gerne für meinen dritten Tag verwenden will. Das Motto war ja Traditionen und unsere, sag ich mal, erste Familientradition ist, dass Marian die Spitze auf den Baum setzen darf. Das habe ich immer gemacht. Aber ja, also er war ganz happy, als er das machen durfte. Deswegen würde ich das auch gerne so als Familientradition dann beibehalten. Und ich habe dann so den Rest vom Baum geschmückt. Und die nächste Tradition wird sein, immer ein Special Ornament im Jahr dazu zu kaufen. Ich habe noch eins von meiner Schwester bekommen. Das muss ich aber leider reparieren, weil es mir noch runtergefallen ist. Das war so ein Familienübersicht. 2015 hat sie mir eine geschickt. Da war dann quasi Marian und ich. Und zukünftig wird dann ja noch mein Kind dazu kommen. Und auch morgen hätte ich noch gerne dazu. Und ja, das würde ich irgendwie ganz gerne machen, halt solche Dinger sammeln. Und wir werden jetzt über das Programm, jetzt muss ich mal schauen, und zwar verwende ich Fotostudio. Das ist eigentlich ganz cool. Da kann man dann die Fotos zusammenschneiden. Und ich würde jetzt einfach mal kleinere Fotos machen vom Hergang, wie ich den Baum dekoriert habe. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Verhältnisse wähle ich immer 3x2 müsste das sein. Oder 2x3. 2x3. Genau, so rum mache ich es immer. Und dann würde ich jetzt die Fotos dort einfügen. Gerade schauen. Galerie. So, also wir haben Bearbeitungsschritte. Was nehme ich denn an Bearbeitungsschritten? Ich nehme den Schritt. So, und dann habe ich als nächstes, das war der. Dann hat zwischendrin Marian die Spitze aufgesetzt. Das nehmen wir mal so mit dazwischen. Ich weiß aber nicht, ob ich es in der Variante auch verwenden werde. Das haben wir auch. Dann als nächstes den Zwischenstep. Und dann noch den Zwischenstep. Und was ich nach außen immer mache, ist der Rahmen. Also ich mag das halt ganz gerne, wenn da ein Rahmen drum ist. Den mache ich natürlich jetzt nicht in Pink. Den ändere ich gleich noch ab. Aber dann kann man das besser auseinanderschneiden, die Fotos. Und ich mag das Format, in dem sie so rauskommen. Jetzt machen wir mal gerade noch den Hintergrund anders. Das ist irgendwie immer so random, was da für ein Hintergrund kommt. Ich mache es halt immer weiß, weil ich einen weißen Rahmen ganz gerne mag. So. Genau. Dann haben wir das einmal gemacht und dann speichere ich das Ganze ab in groß. Und dann kann man das hier überteilen, an den Drucker senden. Meiner ist schon mal hier drin, weil ich ihn schon ein paar Mal verwendet habe, kennen. Und dann fragt er mich, mit randrucken oder nicht. Und ich sage dann jetzt, weil ich hier einen automatischen Rand drumherum gemacht habe, randlos, dann sind die Bilder ein bisschen größer. Also wenn ich jetzt Einzelfotos drucke, dann mache ich nicht immer unbedingt mit Rand oder mit ohne Rand. Das kommt immer darauf an, wie viele Fotos ich drucke. Ja, und dann werden die Daten jetzt an den Drucker versendet.
Und ihr könnt gleich sehen, wie das Foto hinten rauskommt. Beziehungsweise wie es vor und zurückkommt. Es dauert immer so ein bisschen mit der Übertragung. In der Zeit trinke ich mal einen Tee. Vorführeffekt. Und dann zeige ich euch nachher auf jeden Fall noch, wie ich den nächsten Tag bearbeitet habe. Ich habe dazu schon mal so ein paar Sachen vorbereitet. Mein Kästchen, das ist mein December Daily Kästchen. Das habe ich so langsam mit vorgeschnittenen Papieren schon mal gefüllt. Sticker, Washi Tape. Das schauen wir uns aber dann nachher an. Ich weiß nicht, ob ich da zwei Videos draus mache oder nur eins. Ich bin jetzt mal ruhig, weil hören tut er mich eh nicht gerade. Ich finde das so cool. Das sind dann schon mal die Fotos. Und hier muss man wirklich darauf achten, dass das Papier sauber ist. Ich hatte mal irgendwie so Fusseln oder sowas drauf und dann sind die Fotos nicht so schön. So. Das Ganze läuft halt viermal durch, für jede Farbschicht quasi einmal. Guck mal, ob ich das noch ein bisschen nach hinten schieben kann. Da. Und seht ihr dann, wie das Foto fertig rauskommt. Und das wären jetzt hier so Mini-Fotos. Da habe ich mir nämlich überlegt, ob ich eine Mini-Fotoserie mache. Ne? Also wie ihr seht, die Qualität der Fotos ist auch sehr gut, finde ich. Also für selbst zu Hause gedruckt kann man da überhaupt nichts sagen. Also wir lassen jetzt einmal das hier. Und dann würde ich einfach jetzt mal noch gucken. Abgeschlossen. Und dann kann man natürlich halt wieder von vorne anfangen. Pickframe. Klassisch, dann habe ich jetzt mal nur die zweigeteilte Variante, das ist dann quasi das hier und wie ihr seht, ist der Hintergrund jetzt nochmal ein anderer. Da möchte ich dann noch gerne, jetzt muss ich mal gerade schauen, genau, die Kamera, die würde ich gerne noch in Größe haben, weil das ja eine der Traditionen quasi ist, die ich eben genannt habe und dann... Was machen wir denn noch? Ich fand die Kugel hier so schön. Aber die passt jetzt hier nicht drauf. Nee. Was machen wir denn noch? Mal gucken gerade. Ich hätte noch ein Foto von meinem Schatz in etwas größer. Das machen wir auch. Das hier Foto, das gefällt mir einfach so gut. Und ich würde das einmal umdrehen. Das kann man hier nochmal bearbeiten. Und dann hier umdrehen. Drehen. Und dann fragt er einfach nochmal, möchten Sie das so speichern? Dann sage ich ja, in Originalgröße. Und dann ist er auch mit dem Baum drauf. Jetzt machen wir nochmal den Hintergrund anders, weil ich brauche keinen farbigen Hintergrund. Aber es ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Und man kann hier in dem Programm auch schreiben. Also wenn man einen kleinen Text schreiben möchte, kann man halt auch dazu noch schreiben. So, jetzt speichern wir das Ganze nochmal in groß ab. Und teilen das Ganze wieder an den Selfie-Drucker. So, randlos wieder, nur das reicht uns. Und jetzt drucken wir nochmal. Ich kann euch das hier schon mal in der Zeit zeigen. Wenn man das hier abbricht, dann ist hier noch so ein mini kleiner Rand. Ne? Also weil das Fotoformat ist ja 2x3, aber das Format vom Papier ist nicht 2x3. Deswegen kommt der Rand halt ein bisschen anders draus. Das muss man halt so ein bisschen einkalkulieren und einrechnen. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann hat man irgendwann ein Feeling dafür. Ich würde das jetzt halt genauso schneiden, wie der dünnste Rand hier ist. Finde ich eigentlich ganz schön. Das reicht mir auch vollkommen aus. Ne? Also das hier ist ja die Fotoserie, die ich machen will, einmal dokumentieren will. Und dann machen wir jetzt noch die zwei größeren Fotos. Ach ja, bin mal gespannt, wie wir das machen mit den vielen Fotos. Ich habe hier mal so einen größeren Tag ausgeschnitten. Überlegt, dass man vielleicht, da würden nämlich immer zwei Fotos drauf gehen. Vorder- und Rückseite vielleicht irgendwie. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken. Gestern hatte ich schon so eine Grobplanung gemacht gehabt. Die habe ich heute nicht, aber das machen wir einfach mal zusammen. Damit ihr mal so seht, was inwiefern oder wie lange das bei mir dauert, wenn ich irgendwie eine Seite zusammenstelle. Also das ist nicht so ratzifatzi wie gestern. Da habe ich schon relativ viel Gedanken mir gemacht gehabt, wie ich das Ganze zusammenbringen möchte. So. Dann haben wir das. Jetzt ist dann jetzt die nächste Größe. Also wenn man zwei auf eine Seite bringen würde. Ne, auch hier wieder
wie gesagt, dann halt der schmale Rand. Ansonsten, wenn man halt einen breiteren Rand möchte, müsste man halt mit Rand drucken, weil breiter kann man den Rand so nicht einstellen. Dann haben wir das nochmal. Und das hier gefällt mir sehr gut. Wir haben auch, muss mal gucken, wie viel Platz ich dafür verwenden möchte. Was ich jetzt noch machen will, ich will mal noch gerade schauen, ob ich nicht ein Highlight-Foto habe, was ich vielleicht irgendwie in Größe haben will. Ja, ich glaube, ich würde noch gerne das Endprodukt quasi erstellen. Also wir machen mal klassisch eins. Und dann schauen wir mal gerade. Müsste ja mit ein bisschen gedimmtem Licht, ne? Wie wäre es denn mit der Variante? Ne, es gefällt mir jetzt nicht so. Oder doch hell? Ne, es wirkt nicht so, ne? Wenn das so hell ist, dann wirkt es nicht so. So, na komm. Was haben wir denn hier noch? Ich würde das hier nehmen. Genau. Oder? Nee. Ach Mensch, ey. Selbst das Foto aussuchen ist bei mir immer eine Tortur. Wie wäre es denn mit dem hier? Mal schauen. Ich würde mich jetzt einfach mal dafür entscheiden, ob ich es dann jetzt verwende letztendlich oder nicht. Das sehen wir dann. Na. Einmal weiß. Rahmen weiß. Groß. Und dann sagen wir auch nochmal teilen. Das mit dem Kabel da unten, das nervt mich ein bisschen. Das muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwie anders lösen kann. Randlos und dann drucken wir auch noch das letzte. Und jetzt ist das Video schon wieder so lange. Aber ich glaube, für Veranschaulichungszwecke oder zu Veranschaulichungszwecken sollte das eigentlich ganz okay sein. Und wie gesagt, also ich kann den Canon Selfie CP910 eigentlich nur wärmstens empfehlen. Man kann auch mehrere Drucke hintereinander machen. Ich müsste auch mal gucken, was das Papier kostet. Ich glaube, ich kaufe das immer im 100er Pack. Das geht eigentlich. Also wie gesagt, für ein oder zwei, drei Bilder mal zu drucken, ist das für mich oder in meinen Augen die beste Variante. Aber wie gesagt, das müsste dann jeder für sich selber wissen. Und der letzte Druck. Weihnachten ist einfach eine schöne Zeit, ne? Ach Mensch. So, und zum Schluss kommt dann nochmal die Versiegelungsschicht, ist das, glaube ich. Oder ist immer so ein weißer Punkt, ne? Hier wird immer angezeigt, welche Farben gerade bearbeitet werden. So, tada! Und das ist dann mein Weihnachtsbaum. Ich finde den sehr schön. Auf Bildern kommt es natürlich nicht so rüber, wie es in echt aussieht. Aber ich werde auch nochmal mit meiner großen Kamera Fotos davon machen. Und ich gehe mal davon aus, dass die dann wesentlich schöner sein werden. Ja, also das hier war ein Video, das hat sich eine Abonnentin gewünscht. Ich hoffe, ich konnte erklären, wie ich das mache und einfach nochmal veranschaulichen, wie ich das ausdrucke und wie ich die Bilder bearbeite. Man hat noch viel, viel mehr Möglichkeiten mit dieser App. Ich würde auch nochmal die App unten reinstellen, wie sie dann genau heißt. Und ja, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte für diejenigen, die nicht so ganz wussten, wie sie das machen können oder was ich halt verwende. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und falls ja, und auch falls ihr in der Zukunft irgendwelche Videos haben wollt, in denen ich euch irgendwas erkläre, lasst es mich einfach wissen, wenn ihr Fragen stellt und ich kann sie euch beantworten bzw. da weiterhelfen, dann mache ich das natürlich sehr gerne. Ja, wie gesagt, also wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer einen Daumen hoch freuen und Kommentare lese ich halt auch immer sehr gerne und wir sehen uns später. Ciao!